Xenia Marita Riebe, Nachbarn wie Gummibärchen. Szenische Lesung. Endlich passiert mal etwas Aufregendes. An der Eingangstür zu meiner Wohnung stand eine große Tragetasche. Auch im Wohngebirge bekam ich wöchentlich 2 Werbezeitungen, vollgestopft mit Hochglanzprospekten von Supermärkten und Möbelhäusern. Doch anders als bei meiner vorherigen Bleibe wurden diese ordentlich in jeden der Briefkästen gesteckt, die sich im Windfang des Eingangsbereichs befanden. Die mir zugeteilten Zeitungen entsorgte ich meist sofort in der Altpapiertonne, nahm aber vorher die Werbung heraus. Nicht, dass ich an Sonderangeboten der Supermärkte interessiert war. Nein, ich sammelte die Prospekte für einen anderen Zweck. Als die große Tüte an meiner Eingangstür fast von Werbung überquoll, war es Zeit, diese ihre Bestimmung zuzuführen. Ich klingelte bei Bess und fragte nach Pia. Sie war da und Bess ließ mich wie immer freundlich eintreten und bot mir sogleich ein Bier an, das ich aber dankend ablehnte. »Pia, kann ich dich etwas fragen?« begann ich und trat zum Esstisch, an dem Pia mit einem Kaffee saß und ein Buch las. Sie schaute auf und lächelte. »Na klar, immer. Ich muss heute ein paar Werbeprospekte verteilen und benötige dazu deine Hilfe,« begann ich zu erklären. »Werbeprospekte?« fragte sie ungläubig. »Verdient man als Doktorand so schlecht, dass du Prospekte austragen musst?« frotzelte Bess. Ich ignorierte sie. »Du kennst doch die Tragetasche, die an meiner Eingangstür steht,« wandte ich mich wieder an Pia. »Ja, die, in der du Prospekte aus den Zeitungen sammelst.« »Richtig. Genau die muss ich heute so gegen 23 Uhr austragen.« »Alte Werbeprospekte? Was macht das denn für einen Sinn?« »Sie sind für ein bestimmtes Haus gedacht,« ließ ich sie wissen, »für das Haus, in dem meine alte Wohnung liegt.« »Muss ich das verstehen?« fragte Pia. Bess war aufmerksam geworden und trat jetzt an den Tisch. »Hast du etwas Schwarzes, das du anziehen könntest?« fragte ich Pia. »Ich meine natürlich, wenn du mir helfen möchtest.« »Etwas Schwarzes? Was hast du vor?« Da ließ ich die Katze aus dem Sack und erzählte, dass ich die Prospekte gesammelt hatte, um Frau Hellwig rückwirkend einen letzten Streich zu spielen. »Okay, ich bin dabei,« sagte Pia. »Ich auch,« meldete Bessig. »Glaubt ja nicht, dass ihr das ohne mich machen könnt.« Damit hatte ich nicht gerechnet, aber ich war einverstanden. »Dann können wir sicher dein Auto nehmen,« meinte ich. Bess willigte sofort ein. »Also treffen wir uns um 11 auf dem Parkplatz. Schwarze Kleidung ist aber Pflicht,« sagte ich mit verschwörerischer Miene und ging. Die beiden Frauen waren pünktlich zur Stelle. Sie kicherten wie Teenager und malten sich aus, was geschehen würde. »Endlich passiert mal etwas Aufregendes,« sagte Bess. »Ist dein Leben nicht aufregend genug?« neckte ich sie. Sie lachte nur und stieg in ihren Wagen. Ich quetschte mich mit meiner schweren Tüte auf den Rücksitz und Pia nahm auf dem Beifahrersitz Platz. Während der Fahrt erklärte ich den beiden meinen Plan. »Bess, es wäre gut, wenn wir direkt vor dem Haus halten könnten. Pia, wir steigen dann schnell aus und laufen zum Haus hinüber. Der Eingangsbereich eignet sich gut für unsere Deckung, denn die Tür liegt weit innen und 5 Stufen hoch. Unten auf der Eingangstür gibt es eine Metallklappe, die zum dahinterliegenden Briefkasten gehört, dessen Tür nicht richtig schließt. Pia, du öffnest die Klappe und hältst sie fest, damit ich ungehindert arbeiten kann. Durch die Menge der Werbung wird sich das Türchen des Kastens öffnen und die Prospekte in den Hausflur fallen. Mit deiner Hilfe wird es sehr schnell gehen. Bess, du lässt den Motor laufen und sobald wir fertig sind, steigen wir ein und du fährst los. Ist soweit alles klar? Alles klar, antworteten die beiden wie im Chor. Ich fühlte mich wie der Boss eines Gangstertrios. Dabei ging es nur um einen harmlosen Streich. Ich wies Bess den Weg zu meiner alten Adresse und sie fuhr gut gelaunt drauf los. Im Auto lief Musik. Reggae, wie konnte es anders sein? Bess drehte lauter. Oh, steer it up, little darling, steer it up, sang sie mit Bob Marley im Duett. Ich musste lachen. Gibt es eigentlich eine Situation, in der du keinen Reggae hörst? Nö, war ihre Antwort. Nach einer Viertelstunde erreichten wir die Bruckner Straße, auf der ich gewohnt hatte. Und tatsächlich war direkt vor dem Haus ein Parkplatz frei. Ich bat Bess anzuhalten. Pia und ich zogen die Kapuzen über und stiegen aus. Ich fühlte mich wie ein echter Gangster. Mit wenigen Schritten erreichten wir das Haus und stiegen die Stufen zum Eingang hoch.
Pia griff nach der Klappe des Briefkastens und öffnete sie weit. Ich begann zu stopfen, drückte mit den ersten Prospekten die Innentür des Kastens auf und schob nach, was das Zeug hielt. So verschwand eine Menge Werbung im dunklen Stund des Hausflurs und fiel mit leisem Rascheln auf den Boden aus weißem Carrara-Marmor. Ich grinste mich hinein beim Gedanken an das dumme Gesicht, das er Hellwig machen würde, wenn er früh am Morgen seine geliebte Zeitung holte. Aus Peters Wohnung drang laute Musik nach draußen. Er war also noch wach, aber er verließ um diese Zeit nie seine Wohnung, wie ich aus Erfahrung wusste. Es dauerte nur ein paar Minuten, dann waren alle Prospekte ausgetragen. Wir stiegen ins Auto und fuhren davon. Im Le Cochon, einer Kneipe ein paar Straßen weiter, stießen wir auf unseren gelungenen Coup an. Ich fühlte eine große Genugtuung. Hatte ich Frau Hellwig doch gezeigt, dass sie mit ihrer miesen Tour nicht immer Siegerin blieb.